Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer über 20 Jahre mit Menschen mit Behinderung zu tun hat, auch im Landschaftsverband Rheinland seit vielen Jahren, heute Morgen die erste Rede von Herrn Bartsch gehört hat, ich muss sagen, wir müssen ein verdammt gutes Gesetz auf den Weg gebracht haben, dass die Opposition mit so populistischen, aus der Mottenkiste heraus Argumentationen hier heute sich vorgestellt hat. Verdammt noch mal, wir waren gut mit unserem Gesetz und da bin ich sehr mit zufrieden und werden es heute auf den Weg bringen. Auch für Frau Göring-Eckardt, ich habe das auch nicht verstanden. Gerade die Koalitionsfraktionen haben gezeigt, dass sie mit den Änderungsanträgen, die wir gemacht haben, dass wir mit den vielen Gesprächen, die wir ja auch hatten, und da spreche ich auch für meine Kollegen und Kolleginnen mit, es ist ja nicht so, dass wir nicht mit den Menschen, mit den Betroffenen gesprochen haben. Und dort, wo wir mit ihnen gesprochen haben im Vorfeld, haben sie uns ja vielfach aufgezeigt, wo die Schwachstellen sind. Und ich denke, das gilt auch für die Kollegen aus der SPD mit. Und wir haben sie aufgenommen. Wir haben sie aufgenommen und haben sie in ein umfangreiches Paket, denn dann zur Änderung heute Morgen hier eingebracht. Und ich glaube, das hat gezeigt, dass die Koalitionsfraktionen gewissenhaft und ernsthaft und sehr zielgerichtet mit diesem Gesetzgebungsverfahren umgegangen sind und uns da, ja, ich sag fast menschenunwürdiges Verhalten vorzulegen, fand ich an dieser Stelle eine schier Unverschämtheit. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Es hat mich schon sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ich will noch mal dazu kommen mit den Gesprächen, die ich geführt habe, und will mich auch bei den Menschen bedanken. Bei vielen Verbänden, bei Firmen, bei Einrichtungen, bei den Behinderten selbst oder mit den Behinderten selbst. Und was mich ein bisschen schockiert hat, das lassen Sie mich auch an dieser Stelle sagen, mit wie viel Falschinformationen wir umgegangen sind bei diesem Gesetzgebungsverfahren und wie viel Verunsicherungen wir auch unter die Menschen gebracht haben. Und das war einfach nicht das, was gute Demokratie auch ausmacht. Was wollten wir? Wollten wir die Menschen einfach nur auf die Palme bringen oder wollten wir mit ihnen reden und gemeinsam etwas nach vorne bringen? Und ich glaube, das ist uns doch sehr gut gelungen. Und es ist richtig, dass wir einen Paradigmenwechsel vornehmen. Und das war das, was ich als Wichtigstes bei diesem Gesetz mit ansehe. Wir gehen von den Stärken der Menschen diesmal aus. Wir gehen nicht von den Schwachstellen aus, Frau Riffer. Wir nehmen die Stärken ernst. Und wer nun gerade auch mit den Landschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen zu tun hatte an der Stelle, der weiß doch, dass die Richtungen dort seit vielen Jahren so sind, dass wir mit Werkstätten dort sehr gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir auch schwerstbehinderte Menschen in Werkstätten untergebracht haben, dass wir für psychisch erkrankte Menschen ganz viel tun. Aber es ist nicht in ganz Deutschland so. Und insofern ist es richtig, dass wir die Rahmenbedingungen hier setzen im Bundestag, dass das Ganze ausgefüllt werden kann von den Ländern und von den Kommunen. Und ich bin sehr darauf gespannt, wie das letztendlich umgesetzt wird in den Ländern. Und darauf warte ich, denn es ist noch einiges zu tun in Deutschland. Die Rahmenbedingungen sind gesetzt von uns im Deutschen Bundestag. Und das kann man letztendlich nur auch weiterhin begrüßen. Ich will sagen, dass ich auch ganz gerne noch einmal auf einen Bereich eingehen möchte, der mir auch wichtig war und der gar nicht so im Fokus gestanden hat. Aber wenn Sie mit den betroffenen Menschen, die in Werkstätten gearbeitet haben oder arbeiten und dort mit denen gesprochen haben, dann ging es immer darum, warum bekommen eigentlich andere Menschen mit Behinderungen Freibeträge, können mehr Geld behalten, wir bekommen nichts. Das war eine große Diskussion. Und wir haben es geschafft, und da bin ich der Politik wirklich und den Koalitionen wirklich ausgesprochen dankbar, dass wir es wirklich hinbekommen haben, nach fast 5 Jahren
auch die Mittel für die Menschen in den Werkstätten wieder noch einmal deutlich nach oben zu setzen. Hätte vielleicht noch ein bisschen mehr sein können, aber wir arbeiten noch dran. Die Freibeträge, denn dann auch hochgesetzt haben, um 100% und fast 100%. Und ich denke, auch das wird so ein ganz klein wenig immer vergessen und geht unter. Aber für die Menschen in den Werkstätten ist das ein wichtiger Beweis ihrer Wertschätzung. Und deswegen danke ich hier auch wirklich noch einmal der Koalition, dieses zu tun. Wir haben, und das lassen Sie mich zum Schluss sagen, das ist bisher noch gar nicht zur Sprache gekommen, und ich möchte ganz gerne das mit leichter Sprache ein bisschen zusammenfassen. Erstens, dass die Eingliederungshilfe auch heute schon sehr gut ist. Zweitens, das neue Gesetz bringt viele Verbesserungen. Drittens, wenn das neue Gesetz in den Papierkorb geworfen hätten, würde es auch die guten Vorschläge nicht geben. Viertens, die schlechteren Ideen haben wir verbessert und korrigiert. Fünftens, das Gesetz ist also gut für Menschen mit Behinderungen. Sechstens, wenn es etwas trotzdem nicht gut funktionieren wird, werden wir es später verbessern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit sind